Wenn man Videos schneidet, dann kommt es oft vor, dass man irgendwas markieren will und vor allen Dingen irgendeinen Kreis um etwas ziehen möchte. Und dafür habe ich euch Presets gemacht. Die kann man natürlich auch nutzen, um irgendwelche Werbesegmente zu kennzeichnen, denn darin sind auch noch Loading Screens. Und wenn man sie in Width und Height auf 1 lässt, dann kann man quasi den ganzen Frame highlighten. Und ich glaube, das ist ziemlich nützlich und es gibt es for free unten in der Beschreibung zum Download. Die Installation ist ziemlich einfach. Einfach runterladen, das DRFX-File doppelt anklicken und dann installiert sich das mit DaVinci Resolve 17 und 18 von alleine. Dann kannst du in den Generators einfach das Preset, was du haben willst, auswählen, es in die Timeline reinziehen und dann dort auch anpassen. Und wenn du unter deinem Viewer das Fusion Overlay einschaltest, kannst du dann auch hier im Viewer direkt die Sachen anpassen und das Ding an die richtige Stelle schieben. So cool ist das. Alle diese Presets haben einen Timeline Control, was du ändern kannst. Wenn du diesen einen Punkt in der Mitte nach vorne ziehst, wird es schneller. Wenn du es nach hinten ziehst, wird es langsamer. Wenn du auf Mirror drückst, animiert das Ganze auch zurück. Und wie du sowas machst, habe ich dir in diesem Video erzählt. Und wenn du noch mehr Free Presets haben willst, dann schau dir hier die ganze Playlist an. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.